Zurück in Karlsruhe. Der ADAC-Truck-Service-Mitarbeiter Stefan Lommatsch ist auf dem Weg zu einem kuriosen Einsatz. Wir fahren jetzt ans Walldorfer Kreuz, kurz in Fahrtrichtung Mannheim. Da hat sich auf dem Parkplatz ein LKW festgefahren. Ich vermute, dass er über Nacht gestanden hat, also gestern Abend in den Parkplatz eingefahren ist und ziemlich rechts am Fahrbahnrand geparkt hat und über Nacht eingesunken ist. Doch der Fahrer hat nicht ziemlich weit rechts geparkt, sondern mit auf der Wiese rauf. Sowas hat selbst der erfahrene Pannenhelfer noch nicht gesehen. Da könnte er gleich erschlagen. Ja, was denkt man? Das kann man eigentlich gar nicht fassen, ja, dass ein 40-Tonner auf eine Wiese fährt und da zum Schlafen. Auf die Geschichte ist Stefan Lommatsch wirklich gespannt. Do you sleep? Yes. Yes, oh. It's not good. Warte, the car. I make photos, yes? Okay. Your firma like to see what do you do, yes? Yes, yes, I know. Der junge Fahrer steckt ganz schön in der Patsche. Wenn er Pech hat, muss er selbst für die Kosten aufkommen. Wir haben einen Fax von der Firma bekommen. Die treten jetzt wahrscheinlich erst in Vorkasse und werden sich das aber wahrscheinlich bei dem Fahrer wiederholen. Ich habe ja Fotos machen müssen, damit die Firma sieht, ob das Eigenverschulden war oder nicht. An dem Eigenverschulden besteht kaum Zweifel. Weil er das kaum glauben kann, fragt Stefan Lommatsch noch mal genau nach. Why do you stay here? Because no parking place. No place. To sleep here, yes? Yes. Oh. Also so wie wir es jetzt vorgefunden haben, nicht, nein. So findet man das selten vor. Man sieht mal, dass er vielleicht hier im Grünstreifen irgendwie sich festfahrt, ja, aber dass er komplett auf der Wiese steht, nicht. Jetzt muss Stefan Lommatsch den jungen Polen aus seiner misslichen Lage befreien. So, get in the truck. Sitting in the truck, yes? Yes. And open your brake. Durch den Dauerregen ist der Untergrund komplett aufgeweicht. Das macht die Bergung für den Pannenhelfer noch schwieriger. Wenn er Pech hat, fressen sich die Reifen noch tiefer in den Matsch. So, mach runter. Ja, Fenster runter machen. Hier. Yes. Sit. So, turn on right. A little. Little. Good, okay. Gut, gut, gut. So laufen lassen. Gibt der Fahrer zu viel Gas, gräbt er sich tiefer ein. Doch der Pannenhelfer schafft es, den LKW behutsam rauszuziehen. So, close your brake. Nach 20 Minuten rollt der LKW aus eigener Kraft aus der Wiese. Stay on the right side, okay? And then we are right. Der nächtliche Parkversuch hat tiefe Spuren hinterlassen. Rund 650 Euro plus die Ausfallzeit dürften auf den jungen Polen zukommen. Ich glaube schon, dass er dran zu knabbern hat an der Leistung, wo er bezahlen muss. Weiter geht es auf der A5. Dieses Mal ist Stefan Lommatsch mit dem Service-Sprinter unterwegs. Sein nächster Auftrag erfordert eher pure Manneskraft statt PS-Power. Wir fahren jetzt Tank- und Rasthof Bühl. Da steht ein LKW mit kaputtem LKW-Reifen. Geplatzte oder kaputte Reifen gehören zum Standardeinsatz für den Pannenhelfer. Erstmal, ob ich einen. Ach, da hat einer. So, nee. Ob ich jemanden sehe mit kaputten Reifen. Viele LKW-Fahrer haben das Werkzeug nicht dabei, damit sie mehr Zuladung haben für die für die Ladung, damit sie mehr laden können. Den defekten Truck findet Stefan schnell. Vom Fahrer fehlt jede Spur. Nee, mich tue jetzt mal vorbereiten, ja, dass das so weit schneller geht, wenn der aus dem Autohof rauskommt. Der wird gleich kommen, schätze ich mal. Rund 100 Kilo wiegt ein LKW-Reifen. Um den zu wechseln, braucht man Werkzeug in XXL. Bevor Stefan loslegt, taucht der Fahrer auf. So, morgen. Sprechen Sie ein bisschen Deutsch? Bisschen. Genau, solo español. Spanisch, okay. Motorstart, arbeiten, genau. Okay? Mit Händen und Füßen geht's. Man gibt immer, es gibt Konflikte, ja, aber die löst man dann mit Händen und Füßen. Dazu kommt es hier bis jetzt noch nicht. Stefan Lommatsch bereitet den Radwechsel vor. Ich mache jetzt das Reservoirrad los und lasse schon mal ab. Da muss jetzt Luft pumpen und in der Zeit kann ich das Rad runter machen und tue ich dann hier runter kurbeln.
Der Lkw-Fahrer ist Stefan keine Hilfe. Weniger zu helfen, weniger mit. Die meisten stehen neben dran und gucken zu, ja. Das Ersatzrad ist bereit. Jetzt versucht der Pannenhelfer, den defekten Reifen zu lösen. Doch das wird schwieriger als gedacht. Die Schrauben lassen sich nicht lösen. Manche ziehen sie halt extrem fest, ja. Das ist. Mit dem Schlagschrauber hat Stefan keine Chance. Er greift zu einem altmodischen Hilfsmittel. Die Schrauben sitzen bombenfest. Jetzt hilft nur noch Spezialwerkzeug. Dank Kraftumsetzer und damit vervielfältigter Muskelkraft kann er die Radmuttern endlich lockern. Und erst dann konnten wir es dann mit dem Schlagschrauber abschrauben. Ab ist der Reifen. Und zum Glück lässt sich der Ersatzreifen deutlich einfacher befestigen. Zum Abschied gibt's für den Truckfahrer eine ganz besondere Ermahnung. Du hast, ja, und nach Kontrolle 50 Kilometer nachziehen. Kontrolle, ja, gucken. Reifen, okay? Mit dem neuen Reifen kann der Truck nun weiterrollen. Um die 400 Euro muss er für den Reifenwechsel bezahlen.